Ja, ich habe meine Feuerwaffe aber noch. Ich habe die nicht verkauft. Ich dachte vorhin schon, ich hätte die aus Versehen verkauft. Ich habe eine Schrotflinte, die brauche ich. Ich brauche nur eine. So, die Artefakte. Was ist denn das? Banditladen erhöht die Waffengeschwindigkeit eines bestimmten Herstellers. Steigert die SG-Munition. Aha. Dann behalte ich mal erstmal. So. Ich habe die umfangreichen Materialien, die ich vor 5 langen Jahren nach Öffnung der Kammer zusammengestellt hatte, versteckt. In einem Anflug. Ach, das sind ja noch ein paar Missionen, ne? Das sieht ja gut aus. Sehr orange. Finde sie für mich und werde hübsch. Dachtest du etwa, ich sage, hübsch belohnt? Die sind ja lauter. Mann, haben wir viele Missionen. Wo ist denn das hier? Hä? Müssen wir suchen? Ja. Das ist doch nicht oben. Eine Spider-Ant hat meinen Schwager gefressen. Ich wurde nach Sanctuary versetzt, obwohl alle dagegen waren. Sind das Echos? Ja. Es hätte mir gelungen, meine Tage in einer Nicht-Standard-Behausung mit 2 Deckensesseln zu verbringen, die ich bei einer Kneipenschlägerei kennengelernt habe. Oh, sie sind hinreißend. Sie sprechen kaum unsere Sprache. Und wenn du nicht weißt, was Deckensessel sind, kann ich dich nur bedauern. Heilige Scheiße, dafür hat tatsächlich jemand was bezahlt. Ich empfinde eine tiefe, dunkle Wärme. Lass dich bloß nicht wieder blicken. Die Kommentare immer. Über den Skolophant in dem Raum sprechen. Der Grund für meine Versetzung war eine überlange und systematisch unangenehme Folterung durch Jacks Sherpa. Roland mit seiner gut definierten Brustmuskulatur war so freundlich, mir den Kammerschlüssel anzuvertrauen, nachdem der Zerstörer geweckt war. Nicht zu verwechseln übrigens mit dem Krieger. Die klingen nicht mal ähnlich. Hier ist nur Munition. Sag mal, such mal die Logs bitte. Ja, ich bin ja schon dabei. Guck doch mal, wo ich bin. Aber ich finde hier keins. Gibt es da eine Reihenfolge zu beobachten? Nö, eigentlich nicht. Da müsste doch jetzt hier irgendwo ein Lock sein, wo ich bin. Guck dich um. Hier sieht man doch normalerweise. Ich hänge? Jetzt hänge ich nicht mehr. Oh, warum hüpfst du denn darüber? Ich will nicht so viel Hüpfenergie. So, bücken. Hier ist nix. Hast du die auf dem Dach gefunden oder irgendwo oder irgendwie? Ach, hier. Ich denk viel zu kompliziert. Die Folter. Ich habe mehrfach freundlich darum gebeten, die Instrumente gegen Bakterien zu desinfizieren, stieß aber auf taube Idiotenohren. Als sie mich wieder und wieder ins Fleisch schnitten, fiel ich andauernd in Ohnmacht und flüsterte den Deckensesseln zu. Alles würde gut. Clark hatte zunächst Angst, seine 4 Beine zitterten an der kalten Decke, aber er wusste, er musste stark sein für mich. Dann widmeten sie sich seinem Bruder Philipp. Philipp war so tapfer. Er war so tapfer, als die Kreissäge begann, seine Beine von der Sitzfläche zu trennen. Clark schrie für seinen Bruder, selbst als einer der Folterer sich auf ihn setzte und so seine Schreie dämpfte. Das Letzte, was Philipp sagte, bevor er ins hölzerne Jenseits hinüberging, war: Ich liebe dich, Patty. Ich liebe dich. Und dann war er fort. Es ist einsam hier in Sanctuary. Sicher, Clark plappert oben an der Decke, aber es ist nicht mehr wie früher. Jake hat mir so viel genommen. Jake hat mir in seinem dummen Trachten. Warum ist denn das jetzt hier auf einmal weg? Warst du hier? Das einzige Glück geraubt, das ich hier. Warst du bei Scotty eben? Ja. So sinnlos wie Musik. Ist das ein Kanal? Aber in diesem Fall werde ich mir erlauben, mich zu rächen und an seinem Untergang mitzuwirken. Merk dir meine Worte, Jake. Du wirst sterben. Die Frau ist rachsüchtig. Die Protokolle meiner Folter. Ich mache mir eine Tasse heißen Kakao und höre sie mir nochmal an. Die ist ja lustig. Wir sollen wieder wegreisen, ne? Ja. Kann das sein?
Das ist so. So ist das immer. Immer warte ich auf den Herrn Kedos. Standard. Ja. Und das ist hier gar nicht so schön in der Station. Und er nimmt schon wieder neue Aufgaben an. Na, es gibt ja viel zu viel. Oh, wir sollen Bier trinken. Das ist eine gute Idee. Ich hab Durst. Halt, Karton, ich will noch bei dir reingucken. Ah ja, kauf ich. Ich bin in Fallout 3, ne? Man kann ja in Fallout auch abhängig von Sachen. Wenn in Fallout 3 bin ich abhängig von Wodka und Bier. Ja, naja. Ist halt wie im warmen Leben bei dir, ne? 32.000 habe ich. Front gestanden und hätte gegen Checks-Truppen gekämpft. Aber das ist jetzt 4 Kinder und wer weiß, wie viele Ehemänner her. Hab nicht mehr die Reflexe wie früher. Bitte entschuldigen, aber ich spreche Sachen. Wo kommen aus meinem Mund im Gesicht zu sagen dir? Wie bitte? Was war das eben? Ehereden? Wie kann man sich hier besaufen? Herr Hammerlock, Sir Hammerlock. Vorsicht, Schätzchen, das Zeug ist stark. Ach so, kriege ich auch was? Solange du nicht so voll bist, dass du Ellie für die Zwillingsschwester von Moxie hältst, lassen die Sefferts dich nicht rein. Stimmt, tut mir leid, Papa. Ey, hast du für mich mitgetrunken? Oh, ich sehe Blasen, Blubberblasen. Meine Blubber. Alle sind vor mir. Oh, Entschuldigung. Ich bin ein bisschen voll. Bier. Ich muss mal. Oh, da. Guckt, er trinkt einfach weiter. Oh, diese Geräusche. Oh, nochmal gegens Mikro gekloppt. Nee, eigentlich nicht. Aber ich kann noch Auto fahren. Du kannst noch Auto fahren? Gib mir die Schlüssel. Oh, ich habe heute angefangen, eine neue Sendung zu gucken, an der Netflix Origins Serie. Was denn? Oh, Jack Horse, The Damage oder irgendwie so. Das ist eine Cartoon, so eine Zeichenserie, aber mega gut gemacht. Unglaublich ja, geil. Ja, muss ich mal gucken. Da richtig gut. Serien gibt es sehr, sehr viele. Filme sind nicht ganz so aktuell bei Netflix, aber, also Kinofilme, ne? Ja. Blockbuster, aber es gibt sehr, sehr gute Serien. Töte sie alle. Wir haben uns heute hier versammelt, um Lucky Slevin Sefford zu alle töten. Lucky war ein guter Mann. Echt jetzt? Ein gutes Herz und seine Hier ist meine Ulti, ja perfekt. Oh! Dich! Haha! Das will ich haben. Das will ich haben. Wütend! Ich bin wütend! Ich war nicht da. Ja, das bist du immer. Der Bastard war wahrscheinlich gerade beim Schnaps holen. Na schön. Komm wieder her. Wer überfällt denn eine Trauerfeier? Das war zu viel, Hodank. Jetzt heißt es ihr oder wir. Sefford gegen Hodank. Auf Leben und Tod. Jawohl. Was? So ein bestimmter Opa. Sind die wütend? Schwing deinen süßen Hintern wieder hierher, dann sehen wir, wie wir diesen Krieg beenden. Oh, wenn wir mitmachen dürfen, ich bin für Zerford. Ach so, ja, das da beraten wir uns vorher. Ich werde, dein Schock kann ich nicht vergessen, nachdem ich mich für die bessere Wahl entschieden hatte. Ein perfektionsgestreichelter Leser, ja? Zur Perfektion, bitte. Wenn, dann es richtig zitieren. Ja. Ja. Und bitch. Die Schneeballgranaten waren total genial. Ein ja, Treffer, wer weiß, wie und geil egal, der Leser wäre. Ja, der hätte die zu Perfektion gestreichelt. Sie hat ein Ausrufezeichen aus dem Kopf. Auf dem Kopf? Aus dem Kopf. Die Sefords und die Hodangs bereit für den großen Showdown. Und du darfst entscheiden, wer gewinnt. Ab mit dir, bevor die Schlacht beginnt. Den Spaß willst du dir doch nicht entgehen lassen. Gerade gehört, wir dürfen entscheiden, wie es ausgeht. Wir machen die Hodangs jetzt endgültig fertig. Oh, ich habe ein Echo gefunden. Hey, Kumpel. Wir haben die Sefords am Bahnhof von Lynchwood im Fadenkreuz. Triff uns dort und wir beenden diese Clan-Fehde ein für alle Mal.
Nur eine Bande wird das überleben. Du entscheidest, welche. Sobald die Schießerei beginnt, schießt du einfach auf die Seite, die dich am meisten nervt. Und Vorsicht! Sobald der Kampf läuft, kannst du erst weg, wenn eine der Familien tot ist. Fand ich ehrlich. Also, wir haben Haggard gegen, also Hodak gegen Sefford. Hodak ist die Familie, die mit ihren komischen fetten Frauen als Titelbild und mit dem Banjo spielenden Opa. Und Sefford ist halt die mit dem Kleeblatt und mit Steve. Also, wir töten die mit Steve. Hallo, fick dich. Steve ist mega geil, ja. Wir müssen die Hodak töten. Hey, yo! Hey, yo! Ja. Gibt's gar nichts zu diskutieren. Okay, dann weiß ich, was ich zu machen habe. Ist ja keine Chance, aber ich viel früher aussteige. Ich kann mit dem Auto schießen! Nein, warte, bis ich da bin. Warte, bis ich da bin, bevor du was machst. Um mir zu helfen, diese Hinterwäldler auszulöschen, was? Barab? Was zur Hölle heißt hier dein Soldat? Barab? Ist der Opa auch dabei? Wo ist der Opa? Erst will ich den Opa sehen. Ach so, da oben drauf. Schieß auf den Opa! Er schießt, Hector! Ich schneid dir die Augen wieder! Renno! Ich bin noch nicht voll! Jetzt reicht mir's! Jetzt probiere ich meine neue Waffe aus! Ach, das ist ja einer von unseren. Ich wollte die Waffe ausprobieren! Du hast den falschen Mein Schild ist dauer runter! Seele verschlungen! Meins? Ich wusste, letztendlich bist du ein Sefford. Lass uns reden. Na, ob das gut war? Wir haben vorhin alle seine Kumpels in der Kantine abgemurkst. Hast du prima gemacht heute. Ja, ich weiß. Ist sinnvoll. Ja? Oh, ein schlechter SMG, aber mit Stack schon. Ja, der Schild ist nicht so gut. Ich nehme auch das SMG. Und ich habe einen Punkt. Wofür setze ich ihn ein? So. Mein Geschütz lasse ich jetzt so. Ich werde erstmal die anderen Sachen skillen. Oh, das wollte ich nicht. Entschuldigung, ich lasse gern einfahren. Na gut. Das hat eben perfekt geklappt. Kann ich mal da reinschießen? Aber jetzt passiert ja nichts mehr, wenn wir da hinschießen, ne? Nee. Stärke! Ey. Da flogen nur noch die Räder weg. Der Rest hat sich gelöst. Ja, wo müssen wir hin? Irgendwie weiter oben. Jetzt sind wir auf der richtigen Höhe. Hier. Und aussteigen. Ich bin vor dir ausgestiegen? Wie kann das denn sein? Oh, ins Gefängnis. Ah ja, da sind wir richtig. Gefängnisausbruch, wo ist Nick? Ach, da ist Nick. Kann ja mal gucken. Der ist noch in Essen. Der ist noch in Essen? Das ist ja toll. Warum kann ich nicht laufen? Warum konnte ich mich eben nicht bewegen? Ich habe auf W gedrückt. Habe ich denn jetzt eigentlich auch mehr Munition zur Verfügung? Ja, 60 Schuss. Ach, die sind da. Dann nimm die. Ich will diese Gunloader gar nicht töten, die erinnern mich so krass an Tales from the Borderlands. Die sind noch gar nicht richtig gespawnt, da sind sie schon tot. Das ist gemein, gebe ich zu. Würde ich jetzt auch ungerecht bin. Da hat einer auf dich geschossen! Mit einer Energiewaffe! Von hinten! Wo ist denn der? Der ist weg. Ist der da hinten irgendwo? Hast du ihn? Nein, hier ist er. Ich sehe ihn, ja. Ach so. Hast du dich verdoppelt gerade? Ach,
Die haben auch noch Kampfingenieure hier. Für den Loader. Oder auch nicht. Achso, das hatte ich gar nicht mitgekriegt. Brauche ich nichts von. Hier müssen wir weiter das Gelände erkunden. Ja, das habe ich schon lange nicht mehr gehört. Oh, Alter. Schieß dich kaputt! Na gut. In den Kampf! Ach da! Das sind ja normale. Hey, du wolltest mich hauen! Ja, verdammt. Ich habe aus Versehen eine Granate geworfen. Das war sogar richtig gut. Aber mein Geschütz war... Kidos stirbt nicht. Oh, lauf mir doch nicht an, ob ich was für sehe, Alter. Immer wenn ich anvise, kommt mir dein Glatzkopf dann. Ja, kannst mal sehen. Ach, das bist du. Du siehst so komisch aus. Soll ich dir helfen? Ne, du hast doch den Kerl getötet, der genau vor mir stand. Ja, so bin ich nun mal. So nett. Oh, ohne Rücksicht auf Verluste hier. Also ich. Baue dich auf, hier kommen Einzelteile geflogen, von oben. Könntest du was damit zu tun haben? Ich? Ne. Nee, ich habe nicht geschossen in dem Moment, ich war das nicht. Aber dein Geschütz... Löse dich auf! Ah, hau ab hier! Geh hoch! Ich will das Geld. Hast du eine Kohäsions-Shotgun? Ja, die habe ich aber schon länger. Achso, ich habe eine Kohäsions-, Combat Rifle. Ja, das ist auch gut. Habe ich dir aber erzählt, dass da war ich ganz stolz, dass ich mal was von dir gelernt habe. Deine Muckis haben Muckis, jetzt reicht's aber. Einmal reicht. Lass es fließen. Kriegst du nicht? Und diese ganzen fliegenden Roboter sind mega nervig. Ja, das stimmt allerdings. Und ultra schwer zu treffen. Mit der Schrotflinte nicht so. Da muss man bloß... Man muss sie aber natürlich sehen dazu. Ist der jetzt weg? Ne, da kommt er wieder. Ich sehe ihn auf dem Radar. Den haben wir. Da sind noch drei, ne? Oh, war doch voll. Da ist ein Badass-Loader, glaube ich. Ne, ein Warloader oder sowas. Noch schlimmer. Naja. Schon erledigt? Ich hab keine Ruhe. Ach, der ist weggehüpft. Hat sich ausgebohrt. Hast du mir hier in den Rücken geschossen? Idiot. Hast du nur davon. Was ist das da oben? Guck mal da oben! Ein Warloader. Machst du da oben? Genau, komm her, sterb den Mann. Hier ist was drin. Kann ich das aufbrechen? Du bringst es hier raus, wenn ich es dir erzähle, oder Mobley? Klar, wenn doch dein Kumpel Carson. Also, wo ist die Kiste? In den Flats, in einem Grab. Dann hauen wir hier ab. Arschloch. Carson ist tot? Das überrascht mich nicht. Ich hab von diesem Mobley gehört. Kleiner Gauner. Gefährlich. Pass auf dich auf. Oh, eine Nekrophage war das. Verdammt!
Das war doch so schön. Komm, eine Granate. Oh, du hast eine Granate geworfen oder da kam eine Granate? Nee, da kam eine Granate. Ja, es hätte mich auch gewundert, wenn dass du eine Granate wirfst. Aber das könnte ich auch mal wieder machen. Vorsicht. Oh, das war zu weit geworfen. Lass uns mal abhauen, warum kämpfen wir noch? Ich habe keine Munition mehr. Ich habe keine Munition mehr für das Ding. Wo bist du jetzt hin? Da. Ich brauche wieder Schrot. Sonst bin ich bald tot. Und wir haben erfolgreich eine Stunde hinter uns. Das ist doch was. Wow. Ja. Also die nächste Woche ist dann wieder abgesichert. Nein. Dich? Ich hab nur Schrottisch geschossen hier, wie verrückt. So, von mir aus. Geh schon mal, ja, dann geh mal selber hin und mal. Wo? Wohin? Ach so. Aber solange du am Automaten bist, geht das doch eh nicht. Bin doch schon fertig. Putz dir mal die Zähne. Deine Bakterien stehen schon in Flammen, naja, so, die vergammeln schon. Dann erstmal. Ja, machen wir erstmal. Reicht da erstmal wieder für heute, ne? Jo. Sind 4 Folgen, das kriege ich hin. Oder 3. 3 mache ich mal davon, ne? Mach, was du denkst. Ja, vielleicht schaffen wir es ja nochmal die Woche. Bestimmt. Ja, denn bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.